Folge von der Nacht. Das haben wir schon mal Peter Gott, Beziehungscoach. Wir kommen so viel Ruhe. Schaut gerne mal ein neues Buch ein. Lang lebe die Liebe. Wenn ihr wirklich mal auch längere als die Anna Maus hier längere Beziehung haben wollt, schaut da gerne mal rein. Oder in ihrem Fall macht die fucking Dating-Kurse, wie ich immer sage. Ich mache mich mal ein bisschen größer. So, ich bin über dieses TikTok gestolpert von Anna Maus. Und was sie erlebt hat auf dem Date, wollen wir mal ein bisschen sezieren, weil ich glaube, das ist passiert ganz vielen und der Mann macht da Fehler. Sie ist aber auch nicht so ganz ohne, obwohl sie eigentlich, sie größtenteils verhält, glaube ich, viele Frauen, glaube ich, aber ein paar Sachen, ja, kann man vielleicht auch ein bisschen, Manöverkritik machen. Gehen wir mal rein, würde ich sagen, ne? Und ein weiterer Grund dafür, dass ich wahrscheinlich für immer Single bleiben werde. Ich hatte vor 2 Tagen ein Date mit einem Typen, den ich über Bumble kennengelernt habe. Wir sind spazieren gegangen, haben uns gut... Ja, erster Fehler ist natürlich Online-Dating. Also ich meine, neben all den Problemen, die es so gibt, dass da scheinbar vor allen Dingen junge Frauen super hohe Standards haben und super hohe Erwartungen. Und lassen wir das mal alles außen vor. Das ist ja auch das Problem, da kommen wir gleich auch noch zu. Dass immer schon klar ist, es geht um ein Date und das macht Dates, nimmt dir ein bisschen den Spaß, also nicht komplett, aber es nimmt dir ein bisschen den Spaß so, ne? Weil, vor allen Dingen glaube ich auch für Frauen, wenn die offline daten würden und ja, du triffst dich mit einem Mann, ihr geht essen und du überlegst vielleicht, ist es überhaupt ein Date? Ist es überhaupt ein Date? Haben wir jetzt eigentlich ein Date? Und rufst deine Freundin vorher an, sag mal, ist das wohl ein Date oder ist das kein Date? Viel mehr Fun, ne? Also allein das spricht auch ein bisschen gegen Online-Dating, aber egal. Sollen wir heute nicht unterhalten, hatten ein solides Date. Ich glaube aber, dass er sich ein bisschen schockverliebt hat in mich und ich glaube, er fand mich ein bisschen cooler als ich ihn. Das sage ich immer wieder, sollte man tunlichst vermeiden. Deswegen habe ich auch extra für Männer und Frauen unterschiedliche Datingkurse, weil es ist super scheiße, wenn der Mann die Frau überholt. Ja, selbst wenn die Frau ihn eigentlich ganz okay findet, ist es ein Riesenproblem. Jetzt haben wir wieder das Problem, der Mann, also auch wie sie ja schon sagt, so, ach Gott, der findet mich gut. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, wie es vielleicht scheint, weil es wirkt irgendwie abtörend, es wirkt irgendwie needy. Und wobei doch die Gesellschaft immer sagt, ja, aber die Männer sollen doch sagen, was sie wollen. Die sollen doch keine Bad Guys sein, sollen doch ganz nett sein und committed. Und das ist auch so, ich glaube, für viele Männer super frustrierend, dass sie das dann bieten und kriegen, war auch meine Dating-Erfahrung früher, und du kriegst komplett in die Fresse. Deswegen sage ich immer, man muss das Game spielen, wie es ist, ne? Muss man sich auch nicht drüber aufregen. Sage ich immer, Hangout, have fun, hook up, ne? Also nicht gleich die große Liebe schwören oder so, sondern ja, also gerade als Mann ein bisschen laid back, ein bisschen mal gucken, rausgehen, Spaß haben, mal gucken, was wird, sich auch nicht zu sehr in die Karten gucken lassen. Jetzt gar nicht auf so eine bindungsvermeidende Art, sondern so, ja, lass das Date doch erstmal passieren und dann geht man nach Hause und dann gucken wir mal und dann kann die Anna Maus, kann ihre Freundin anrufen, Mensch, der hat gar nichts gesagt, ich weiß gar nicht, wie er es fand und war aber eigentlich ganz interessant und dann überlegt man und die Gefühle stehen in Abwesenheit, ne? Und dann nächsten Tag ruft er wieder an und sagt, hey, wollen wir uns wieder treffen, fängt aber auch nicht wieder an, hey, ich will dich heiraten oder so. Damit macht man ganz viele Traction kaputt, gerade wenn man, was glaube ich bei ganz vielen Männern ist, wenn man mal jetzt so eine Skala von 0 bis 10 nimmt, ich sage ja immer so ab 6 datet eine Frau dich, also wenn du mal gerade so eine 6 bist, ein Fehler und du bist raus, ne? Das ist so, ne? Klar, wenn sie jetzt Brad Pitt, ist ja heute nicht mehr aktuell, aber irgendein whatever, ne? Nimmt irgendwie einen super tollen Schauspieler, was weiß ich, wenn sie den daten würde, wäre es natürlich kein Problem, wenn er es sagen würde. Aber so ist es halt, ne? Alles okay. Er hat auch relativ klar seine Dating-Absichten kommuniziert, was wir nicht gewohnt sind und was wir an sich lieben und toll. Ja, das wird immer gesagt, das lieben Frauen, aber irgendwie dann doch nicht. Ich sage ja immer, macht euch mal den Spaß und redet, also auch bei euch selbst vielleicht, überlegt mal, was denkt ihr, wie ein Mann sein soll? Sagt sie jetzt vielleicht auch, ja, der soll seine Dating-Absichten sagen und natürlich auch, nee, nein, ich ehre dich und ich will dich nicht nur einmal durchvögeln und ja. Und dann wollte ich mal, mit wem du so beschäftigt bist, für wen du Gefühle hast, und das sind vielleicht ein ganz anderer Typ Männer, ne? Und das ist auch nicht falsch, das habe ich ja auch in meinem Buch Feuer und Flamme
die unterschiedlichen Dating-Strategien von Männern und Frauen, biologischen Grundlagen davon ausführlich durchgehechelt. Kann man sagen, will ich nicht, ist nicht so, ist aber auch so, sie verhält sich komplett polaritätsgetreu hier wieder, wie aus dem Lehrbuch, ne? Ja. Finden hat relativ schnell gesagt, dass er sich gern verlieben möchte, dass er nach einer festen Beziehung. Ja, das darfst du als Mann nicht sagen, irgendwie, ne? Vor allem nicht im Online-Dating, ne? Da muss schon ein bisschen laid back sein und nicht gleich, ja, ich bin ganz netter und. Ich kann den Mann verstehen, der liest vielleicht überall, die Frauen wollen keine Bad Guys mehr daten. Und denkt er sich, ja, ich mache das jetzt nicht so, ne? Und dann komme ich bestimmt gut an. Und dann kommst du auch nicht gut an, du kommst total scheiße an. Und das ist auch schade für den Mann, weil der wird sich irgendwann denken, der wird irgendwann zu den Red Pill angehen und wird sagen, sorry, Frauen stehen nur auf Arschlöcher und wird vielleicht selber zum Arschloch. So, das ist total schade, ne? Während es gar nicht darum geht, es geht einfach nur darum, polar zu bleiben. Du kannst durchaus nett und verbindlich sein und absolut polar, ne? Da musst du aber nach den Regeln spielen und die Regeln sind, lass die Frauen ihrem Tempo auf dich zukommen und versuch nicht am Gras zu ziehen, es wächst nicht schneller, ne? Das sind die Regeln. Ne? Sucht und gerne eine Partnerin fürs Leben sucht. Und da dachte ich, wow, was ist das fürs Leben, ist aber auch echt das, also das, oh, das wäre mir auch zu viel, muss ich echt sagen. Schon, ja, weiß ich nicht, kann ich dir nicht safe sagen, ob es bei mir genauso ist, aber wir haben 3 Stunden lang uns unterhalten, es war ein solides Date, war süß. Und 3 Stunden ist vielleicht auch ein bisschen lang, aber was ich auch nicht höre ist, hat es mal einen Kussversuch gegeben, irgendwie was. Also, na gut, jetzt mit den 3 Stunden ist jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, aber es ist offensichtlich nicht so gelaufen, wie es sein soll, auch wie sie über ihn redet, ne? Und das ist so wichtig, dass du gar nicht versuchst, irgendwas zu sein, sondern gerade als Mann einfach eine gute Zeit zu haben, als Frau natürlich auch, einfach eine gute Zeit haben, ne? Hang out, have fun und dann kommt Hooking up, also körperlich werden, kommt von automatisch, ne? Und da braucht man auch ein bisschen Geduld. Also man darf gar keinen Fall versuchen, das irgendwie so eine Art Frontrunning zu machen und ja, ich komme jetzt ganz schnell dahin, wo ich hin will und dann sagt sie auch, ich finde dich ganz toll wie im Film und dann heiraten wir. Na, so ist es nicht. Ne? Nächsten Tag und ist mir irgendwie bewusst geworden, okay, er ist nicht the one für mich. Und ja, er hätte es vielleicht reißen können, wenn er polar gewesen wäre, war aber nicht. Dann habe ich ihm halt eine Nachricht geschickt, statt ihn einfach nur zu ghosten. Jetzt wird es interessant. Ist ja eigentlich nett von ihr. Ne? Hey, ich habe nochmal über unser Treffen nachgedacht und glaube, dass wir mit unterschiedlichen Erwartungen an das Date rangegangen sind. Okay. Ich weiß es absolut wertzuschätzen, wie offen und ehrlich du deine Dating-Absichten kommuniziert hast. Ja, aber ist sie da ganz ehrlich? Müsste sie nicht eigentlich sagen, hey, du hast mich abgeturnt? Oder müsste sie nicht einfach sagen, du, sorry, ich fühle es einfach nicht so richtig. Das reicht doch. Warum muss jetzt so eine Liste aufgezählt werden? Du willst doch gar nicht wissen. Außerdem, wenn du jetzt so einen klebrigen Mann hast, der kommt dann noch und sagt, wenn sie jetzt hier sagt, und außerdem, also hören wir noch weiter rein. Ich glaube aber, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben und ich dir nicht das geben kann, was du suchst. Für mich hat... Was übrigens übersetzt heißt, sorry, ich finde, es das heißt einfach nur, ich habe leider nicht diese Gefühle, wie du hast. ...sich an vielen Stellen angefühlt, wie ein Bewerbungsgespräch. Ja, jetzt lacht sie über ihn. Und das ist ja in Ordnung. Natürlich sollte es, ich meine, sorry, wenn du Online-Dating machst, also Frauen sind nicht besser als Männer, auch Frauen benehmen sich doch häufig im Bewerbungsgespräch. Das ist auch dieses bescheuerte Setting, ne? Und jetzt kritisiert sie ihn. Wofür? Ich meine, er ist doch wieder sowieso schon abgeschossen. Warum muss er jetzt noch kritisiert werden? So, vor allem, das wird ihm nichts bringen, diese Info, ne? Ja, also das stimmt schon, wenn du, also selbst wenn du jetzt als Mann auf ein Date gehst und du hast Superstatus, du hast einen Porsche, du hast oder was auch immer, du hast ein E-Auto oder bist der führende Klimakleber und ich weiß nicht was, das packst du nicht alles auf den Tisch, das lässt du die Frau so langsam herausfinden. Das ist nicht so, hier mein Porsche, mein Klimakleber, Mitgliedschaft, mein dies, das, jenes irgendwie, mein Lastenfahrrad, nee, sondern du lässt die Frau das langsam entdecken und dann ist es auch super cool, wenn du das gleich so raushaust. Dann ist der Subtext, ich bin eigentlich nicht gut genug, aber vielleicht sind ja meine Lebens, was ich so erreicht habe im Leben, ist vielleicht gut genug, super unsexy, ne? Aber warum muss sie jetzt ihm noch so suffisant einen reindrücken, was im Grunde genommen eigentlich heißt, sagt sie ihm, du bist nicht gut genug für mich, ne? Was ja sowieso schon bei einer Abfuhr ist, aber muss man das jetzt noch alles in Worte packen, die
Weiß ich nicht. Weißt du, dann ist es eigentlich nett, sich zu melden und zu sagen, hey, es passt einfach nicht, aber warum muss man da, warum muss sie jetzt da, also sie wirkt auch so ein bisschen, guckt so ein bisschen auf ihn runter, aber gut, das ist wahrscheinlich auch, weil er nicht polar ist, aber muss das sein, ich weiß nicht. Ja. Bei dem es dir ganz doll darum ging, mich zu beeindrucken. Der letzte. Und das ist natürlich, sieht man zwar in jedem Film, aber darf man natürlich, das ist so verwirrend für Männer, sehen sie in jedem Scheißfilm, funktioniert aber nicht, also es funktioniert auch wirklich nicht, ne? Und klar, wenn du, wie gesagt, wenn du eine 10 bist für eine Frau, kannst du praktisch gar nichts falsch machen, da kannst du das ruhig machen, aber in der Regel funktioniert es nicht so, ne? Also das ist, da ist sie schon wie viele. Aber muss ihm das so in die Fresse reiben, irgendwie, also das finde ich auch ein bisschen, na. Klar, sie ist jetzt, ich weiß nicht, wie jung sie ist, sie ist wahrscheinlich top of the game, aber jeder wird mal älter und dann hat man nicht mehr so eine große Fresse, ne? Aber gut, mein Gott, sie ist jung. Der Satz war ein kleiner Seitenhieb, aber es musste sein. I'm sorry. So, sagt sie selber, sie hat den kleinen Seitenhieb verpasst und mal gucken, was jetzt kommt. Mit seiner Antwort habe ich nicht gerechnet. Es ging los mit dem heulenden Lach-Emoji und da... Absolutes No-Go für Männer, schickt keine fucking Emojis. Es wird immer wieder, ich hatte auch einen Kumpel, der hat immer ein bisschen drüber gelacht. Ich habe ihm gesagt, er hat mir mal, hat sich beklagt bei mir, sein Dating-Erfolg nicht so toll wäre, aber ich zeig mir nochmal deine Nachrichten. Alles voll mit so Drecks-Emojis, ne? Erröte-Emoji, Elefanten-Emoji. Ich habe gesagt, lass den Scheiß, ne? Er hat nicht drauf gehört, ne? Das ist scheiße, Frauen hassen das. Also viele Frauen. Wenn du, weil das ist, so, sich so in detaillierten Emotionen ausdrücken und erröte, als schlimmste erröte Smiley vielleicht noch. Ja, also es mag jetzt einen Kontext geben, wo es total in Ordnung ist und auch lustig. Klar gibt es, aber gut. Naja. Ich sage eigentlich immer das Gleiche. Dann wurde ich attacked. Mehrfach. Alles klar. Dann lass dir weiter von den ganzen Fuckboys dein Herz brechen. So. Gut, jetzt auch wieder interessant. Scheinbar hat sie ihm erzählt, dass sie immer Fuckboys hatte. Da muss man natürlich auch mal irgendwann überlegen, was habe ich für ein Beuteschema? Das ist übrigens, falls ihr neu bei mir seid, die ganz, also Großteil von meinen Kursen, wie kann ich mein Beuteschema ändern? Weil irgendwann muss man mal auch sagen, ja, warum date ich denn immer die Typen, die mir das Herz brechen? Und er macht jetzt auch wieder die Erfahrung, was auch viele in die Arme von Red Pill und solchen Sachen treibt. Ja, die Frauen stehen halt nur auf Bad Guys, ne? Das ist jetzt für ihn wieder das Learning. Und jetzt macht er natürlich einen Riesenfehler. Auch wieder super uncool, deswegen völlig korrekt, dass sie ihn abgeschossen hat. Es macht einen Riesenfehler, indem er sie attackiert. Ne? Und deswegen, da bin ich auch auf ihrer Seite. Und deswegen ghosten viele Menschen, auch viele Frauen, weil sie auf sowas einfach keinen Bock haben, wenn sie jemanden eine Abfuhr geben. Also oft machen auch viele so, dann machen sie die Abfuhr und blockieren sofort. Warum? Weil sie diesen Scheiß sich nicht antun wollen. Das kann ich total verstehen. So. Richtige Antwort wäre gewesen, alles klar, falls du deine Meinung änderst, melde dich. Man soll nie Brücken abbrechen, ne? Wer weiß, ne? Wenn cooler ist es die beste Replik in der Situation. Ne? Wie du es selbst mehrfach gesagt hast, du bist eine Red Flag. Ja, das ist natürlich, ja, also er schießt jetzt zurück, was gar nicht geht, ne? Also du bist eine Red Flag, natürlich ist sie keine Red Flag, ne? Aber nochmal, sie hat ihn ja auch gepiekst, ne? Das lässt sie natürlich jetzt unter den Tisch fallen. Ich meine, wie man einen Wald reinruft. Ich meine, es ruft da ein bisschen sehr laut wieder raus, aber hätte sich ja auch sparen können. Ne? Die letzte Nachricht beginnt dann mit einem kleinen Schimpfwort. Ich habe dir von erzählt. Da hat er mir eine private Story erzählt. Ja, das ist natürlich, das ist seine Verantwortung. Also was er kennt sie nicht, wenn er da irgendwelche Storys erzählt, wie Mami ihn zu früh aus dem Kindergarten abgeholt hat damals und was weiß ich. Und ja, und sie aber, weiß ich nicht, ist bei ihr schlecht aufgehoben ist. Es ist sein Problem, ne? Ich meine, Gott, sie kennen sich nicht. Also dann zu sagen, hey, ich habe dir jetzt aber meine ganzen, habt ihr jetzt erzählt, wo ich meine Murmeln versteckt habe als Kind. Ja, er musste eben warten. Muss mit solchen Sachen, ne? Das kannst du natürlich echt nicht bringen, ne? Er hat mich wirklich geöffnet und dachte, ich kann dir vertrauen. Ja, ist nicht genau. Also das ist wirklich scheiße, wenn Männer das nicht akzeptieren können. Das ist für einen Mann, Männer werden ja auch, sei denn du siehst aus wie ich zum Beispiel, aber ansonsten werden Männer, machen Männer sehr viele Erfahrungen mit Ablehnung. Das ist halt so, ne? Wir haben Female Choice bei Menschen. Und es ist für Frauen auch manchmal schwierig, wenn sie dann manchmal in Situationen kommen und sie abgelehnt werden, was vorher nie erlebt hatten. Wie ätzend das ist. Ist manchmal so ein bisschen, dass Frauen sich da gar nicht so, sag ich mal, im Dating-Game erfolgreiche Frauen gar nicht so reinversetzen können, weil ihnen das einfach nicht passiert, so, ne?
Aber trotzdem, das hier vorzuhalten, das, also da ist er natürlich ein bisschen die Red Flag, ne? Muss ich auch sagen. Schäm dich. Und jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass ich ein Date mit dem hatte. Ich glaube, er ist nicht so ganz damit klargekommen, dass ich ihm einen Korb gegeben habe. Ja, hat sie natürlich recht. Ja, reden kann sie auf jeden Fall auch. Ich habe das einfach mal genutzt. Genau, was denkt ihr dazu? Macht die fucking Datingkurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.